Grüßt, Kurztutorial für diagonale Bemaßungen und dann den Text trotzdem noch drehen können, wie man will. Also wenn ich normale Bemaßung mache, hier zum Beispiel ein Punkt, hier zum Beispiel ein Punkt, dann springt er mir natürlich immer um. Das heißt, ich muss das umstellen. Das geht hier. So bringe ich mal eine diagonale Bemaßung zusammen, indem ich aus diesem Kreis in der entsprechenden aus dem Segment rausfahre. Also ich fahre hier raus, jetzt habe ich einmal eine diagonale Bemaßung. Aus irgendeinem Grund möchte ich vielleicht diesen Maßtext noch verstellen. Das heißt, ich darf jetzt nicht die Bemaßung aktivieren, sondern den Text. Wenn ich das jetzt drehe, STRG D, dann habe ich das Problem. Ich bleibe mal drauf. Ja, geht nicht. Da habe ich das Problem. Wenn ich das jetzt zum Beispiel um 90 Grad drüber drehe, wird es trotzdem lesbar dargestellt, wie Graphisoft das nennt. Ich gehe mal zurück. Steuerung HTST. Ich darf jetzt nicht alles markiert haben, sondern nur das hier. Steuerung HTST. Hier gibt es immer lesbar. Wenn ich das jetzt wegnehme, okay, Steuerung D und dann drehe, also 90 Grad zum Beispiel, dann wird der Text nicht mehr unter Anführungszeichen lesbar dargestellt, sondern so, wie man es eben selber will. Gut, also bei STRG HTST, wenn nur der Text aktiviert wird, bekomme ich ein Textfeld, wo ich den ermittelten Wert sehe oder selbst auch irgendwas hinschreiben kann und eben auch immer lesbar einstellen kann. Egal, wie es dann gedreht ist. Und natürlich kann ich, wenn ich nur das aktiviere, STRG HTST, immer wieder auf den ermittelten Wert zurückgreifen. Gut, danke.